Ich rufe auf den Punkt 52, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, Einrichtung zweier Holocaust-Professuren, ist Zeugnis gelebter Erinnerungskultur in Hessen, 19-4938. Es spricht der Kollege Daniel May, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in einem Jahr, in dem das Holocaust-Mahnmal in Berlin von Rechtspopulisten, namentlich vom AfD-Politiker Höcke, als Mahnmal der Schande diskreditiert wird, in einem Jahr, in dem die rechtsradikale identitäre Bewegung versucht, Kirchen zu besetzen, versucht, Bundesministerien zu blockieren, meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe und um Aufmerksamkeit, und alle wichtigen privaten Gespräche, die zu führen sind, kann man draußen führen. Das Wort hat der Kollege May. Also in einem solchen Jahr, wo wir allen Grund dazu haben, uns gegen rechtsextremistische Tendenzen zu wehren, in einem Jahr, wo wir auch schon wieder viel zu viele Straftaten mit rechtsradikalem Hintergrund zu verzeichnen hatten. In einem solchen Jahr ist es besonders wichtig, dass ein Land mit ganz praktischer Politik deutlich macht, es kann und es wird keinen Schlussstrich unter die Erinnerungskultur in Deutschland geben. Und ich denke, das ist es genau das, was Hessen gemacht hat, als es die zwei ersten originären Holocaust-Professuren in Deutschland besetzt hat, dass das Erinnern an die Ereignisse in Deutschland und die Verantwortung Deutschlands für den Holocaust untrennbar mit unserer demokratischen Identität verbunden sind, an dieser Grundüberzeugung, dass die Erinnerungskultur zu unserer demokratischen Identität dazugehört, an der darf es keinen Zweifel geben. Und von daher ist es uneingeschränkt zu begrüßen, dass der Vorschlag der früheren Bürgermeisterin Frankfurts, Jutta Ebeling, die auch Vorsitzende des Fördervereins des Fritz-Bauer-Instituts ist, aufgegriffen wurde und eine eigenständige Professur zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust an der Goethe-Universität eingerichtet wurde. Wir freuen uns, dass die Landesregierung namentlich Wissenschaftsminister Boris Rhein zusammen mit den Verantwortlichen der Goethe-Universität und des Fritz-Bauer-Instituts dem sich mehr Herzblut angenommen haben. Und wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet, dass wir an dieser Stelle jetzt diesen Erfolg haben können. Natürlich ist es so, dass auch bisher an deutschen Universitäten über die NS-Zeit geforscht wurde, über die damit verbundenen Verbrechen geforscht wurde. Aber trotzdem ist es tatsächlich mit dem Antritt von Sibylle Steinbacher das erste Mal in Deutschland wohlgemerkt, dass eine Professur ausschließlich zur Erforschung des Holocaust geschaffen und besetzt wurde. Und umso erfreulicher ist es, dass wir in diesen Tagen in Gießen mit Sascha Feuchert sogleich eine zweite Professur besetzt werden konnte, die sich ausschließlich der Erforschung des Holocaust widmet. In diesem Fall ist es die Holocaust- und Lagerliteratur sowie ihre Didaktik dazu. Und ich möchte das noch einmal hervorheben, die Didaktik dazu, weil das nämlich zeigt, dass hier eine enge Verknüpfung mit der Lehrerbildung stattfindet. Und auch das finde ich hervorhebenswert, weil ich glaube, dass das Erinnern und Mahnen an den Holocaust auch untrennbarer Bestandteil von dem sein muss, was Unterricht an unseren Schulen ist. Von daher ist auch diese Besetzung ganz hervorragend. Wir Grünen sehen in der Besetzung der beiden Professuren genau das richtige Signal zur richtigen Zeit. Denn nur wenn wir verstehen, wie es zu den Gräueltaten im Nationalsozialismus kam und warum so viele Menschen mitgemacht haben, nur wenn wir das verstehen, können wir die Zukunft gestalten. Und gerade heute, da Rechtspopulisten Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit schüren, ist die Forschung zu Ursachen und Folgen des Holocaust aktueller denn je. Und Bildung ist auch in diesem Fall, glaube ich, die richtige Antwort auf die ewig Gestrigen, auf die Schlussstrichzieher, auf den Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in all seinen Facetten. Und ich denke, Hessen stellt sich damit seiner Verantwortung in hervorragender Art und Weise. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema passt irgendwie gut zu gestern, weil ich finde schon, dass wir eine Einrichtung begrüßen dürfen, die Wissenschaftsfreiheit dringend verdient und wo wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass dort die Frage, was Wissenschaft ist, was Forschung ist, nicht untergeht in völkischem Unsinn. Ich sage das jetzt einmal so zugespitzt. Ich finde auch gut, dass wir nicht nur eine, sondern in der Tat mit Gießen eine zweite Anlaufstelle dafür haben, weil ich habe schon den Eindruck, dass die Frage der politischen, sage ich mal, Instrumentalisierung dieser Themen inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass es vielleicht auch hilft, sich ein Stück zurückzubesinnen. Ich will mal erinnern an einen berühmten Satz von Charlotte Knobloch, der früheren Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland, die mal gesagt hat, sie verstünde bestimmte Debatten nicht. Zum Beispiel die Debatte über die Frage unterschiedlicher und mehrerer Kulturen in Deutschland. Es gäbe nur eine Zeit in Deutschland, in der es nur eine Kultur gab, öffentlich. Die war 12 Jahre lang, und in manchen Leuten kam sie vor, als seien es 1000 gewesen. Und diese Zeit wollen wir nicht wieder haben. Und ich finde schon, dass man die Grundlagen dafür legen muss, dass wir diese Zeit nicht wieder bekommen. Ich habe einen ganz persönlichen Nebengedanken, weil ich fände es gut, wenn irgendjemand dann auch noch einmal Anstrengungen unternehmen würde, den Namensgeber zumindest von Frankfurt ein bisschen weiter zu erforschen, weil das, was Fritz Bauer für die Aufarbeitung der Vergangenheit geleistet hat, ist nach meiner Einschätzung angesichts von sozusagen der Lebenswerk und der Anstrengung, die dafür unternehmen wurde, und dem Ärger und der Verfolgung, die er damit hatte, eigentlich unterbelichtet. Nur ein kleines Nebenthema, aber ich glaube, wenn man das Thema politisch angeht, dann wird man auch diejenigen Leute ein Stück wieder aus der Versenkung holen wollen, die zu Zeiten angefangen haben, über das Thema zu reden, als in Deutschland es ein Tabu war, darüber zu reden. Insofern wäre ein bisschen Beschäftigung mit Fritz Bauer ganz sinnvoll. Aber, und das ist dann der Punkt, wo ich denke, nicht aber, aber der Punkt, wo ich denke, dass wir noch einen Moment darüber nachdenken müssen, ist, wir haben jetzt sozusagen die noch einmal institutionalisiert die Erforschung eines Zeitraums. Was wir noch nicht haben, und ich glaube, da wird es andere Debatten geben mit der Landeszentrale für politische Bildung erneut, die ja nun das Thema auch schon weichen, sehr ordentlich verfolgen wie mit anderen, wie das, was dort erforscht wird, dann auch aus dem Elfenbeinturm rausgeht. Und Klammer auf, mir geht es nicht um die Haltung der Forscherinnen, sondern mir geht es darum, dass, wenn man vernünftige Veranstaltungen machen will, wenn man aufklären will, wenn man Ausstellungen machen will, wenn man das Thema verbreiten will, wir, glaube ich, ein Stück auch Unterstützung leisten müssen, materieller Art, weil mit Verlaub, es organisiert sich nicht von alleine, Ausstellungen entstehen nicht von alleine und Ähnliches mehr, weil das Ganze hat keinen Sinn, wenn es nicht als klares Gegengewicht zu, sage ich mal, populistischem Unsinn in die Welt getragen wird. Und ich glaube, dass wir dort als Landtag dann vielleicht bei der einen oder anderen Haushaltsberatung zwar keinen großen, aber noch einen kleinen Anschub liefern müssen, weil sonst wird das einfach Forschung. Forschung allein bewegt in dieser Gesellschaft nichts, sondern Wissenschaft heißt dann auch, es in der Bevölkerung zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass es sich herumspricht. Ich habe einen ganz winzigen abseitigen Satz noch zu dem Thema, weil ich finde schon, wir haben ja hier häufig über Autonomie von Hochschulen geredet und dass es der Politik nicht möglich ist, Forschung zu beeinflussen. Zumindest haben wir jenseits von Wettbewerben, ich finde, wir haben hier das Beispiel geliefert und vielleicht fällt uns das bei dem anderen einen oder anderen wichtigen Punkt auch noch einmal ein, dass es in der Tat möglich ist, wenn Politik sagt, Gesellschaft braucht einen bestimmten Bereich, dass sie auch in der Lage ist, durchzusetzen, dass es erforscht ist, in einem sehr kooperativen Verfahren mit den Hochschulen. Und ich finde das schon, ich merke mir das, weil ich habe die eine oder andere Debatte noch im Kopf, weil wir haben eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Fragen. Zum Beispiel die Frage, wie funktionieren. Ich sage mal ein ganz simples Beispiel. Ich finde es völlig irre, dass wir seit Jahrzehnten in Deutschland über Rentenversicherung reden, dass es aber in Deutschland seit 7 Jahren keinen einzigen Lehrstuhl mehr gibt, der sich strukturell mit Sozialversicherungen beschäftigt, sondern es nur noch abgeleitete Wirtschaftsforschung gibt, die das da als Nebenprodukt macht. Ich will es nur beschreiben, weil ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir ein Stück politische Impulse setzen müssen. Aber insgesamt
freue ich mich wie alle anderen darüber, dass es die Professoren gibt. Ich hoffe, dass wir sie politisch in diesem Landtag vielleicht auch einmal zu hören kriegen. Und ich bin gespannt auf die Debatte danach. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat der Abg. Jürgen Banse, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Oberursel, in meiner Heimatstadt, gibt es einen Naturstein am Rathaus, auf dem steht: Nur wer die Vergangenheit verleugnet, steht in der schrecklichen Gefahr, sie zu wiederholen. Richard von Weizsäcker. Und 1982, als ich als kleiner Fraktionsvorsitzender im Oberursler Stadtparlament zusammen mit dem damals für mich großen SPD-Fraktionsvorsitzenden Ernst Weltecke diesen Vorschlag eingebracht habe und wir dann gemeinsam beschlossen haben, diese Inschrift auf einem entsprechenden Gedenkstein anzubringen. Das war für mich schon ein schöner Moment. Ich habe damals begriffen, wie wichtig es doch ist, sich mit Geschichte zu beschäftigen, auch mit den schlimmen und dunkelsten Kapiteln, die es in der deutschen Geschichte gibt. Und diese 12 furchtbaren Jahre bleiben die schlimmsten Jahre in der deutschen Geschichte. Wir dürfen nie vergessen und müssen vor allem auch die Generation nach uns. Wir sind ja noch, also ich nicht mehr mit Jahrgang 1955, aber über die Erzählungen unserer Eltern waren wir noch mit Erlebnisgeneration, aber die Menschen, die heute aufwachsen, für die ist der Holocaust eine Zeitgeschichte, genauso wie Kriege im Mittel- und in der neueren Zeit. Und dass das uns sehr viel unmittelbarer angeht, ist und bleibt ständige Aufgabe von uns, weil die Warnung von Richard Weizsäcker müssen wir ernst nehmen. Es geht wirklich darum, dass wir uns und ich bin Menschen wie Fritz Bauer, hessischer Generalstaatsanwalt, also wir Hessen haben da nun auch einen besonderen Bezug, wirklich dankbar, dass er damals mutig und gegen viele Widerstände diesen Weg der Aufarbeitung gegangen ist. Und wenn man sich mit dem damaligen Geschehen beschäftigt, dann war das ja kein leichter Weg. Er hat ja viele Anfeindungen bekommen. Er hat anonyme Drohungen bekommen. Er war wirklich persönlich bedroht und hat gestanden und hat damit Menschen wie mir und anderen unserer Generation geholfen, unbefangen wieder in der Welt draußen deutsche Positionen zu vertreten, weil wir wissen, dass wir uns vor der Vergangenheit nicht weggeduckt haben, sondern uns dazu gestellt haben. Und deswegen freue ich mich auch, dass das Bundesland Hessen das Bundesland ist, das diese beiden Holocaust-Professuren eingerichtet hat. Ich finde auch, Herr Wissenschaftsminister, dass Sie sehr sensibel und umsichtig geschehen. Die eine Kooperation mit dem Fritz-Bauer-Institut finde ich, ist auch eine gerechte Würdigung dieses Instituts und gibt diesem Institut auch Stabilität, weil dahinter jetzt dann eine Hochschullehrerin steht und auch die Aufarbeitung der Literatur auch getragen von einer Stiftung, die dieses auf Dauer unterstützen kann, ist ein Beitrag. Und ich halte es nicht für selbstverständlich, sondern für einen Grund, wo wir uns als Landtag insgesamt dahinter versammeln können und auch ein wenig stolz sein können als Hessen, dass wir das Bundesland sind, das erste Bundesland ist, das diese beiden Professuren einrichtet, sensibel, mit viel finanzieller Ausstattung. Ich glaube, das ist etwas, worauf der gesamte Landtag stolz sein kann.
Vielen Dank, Jürgen Wanzer. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Auch 70 Jahre nach Ende der Hitler-Diktatur und der Verfolgung der Juden ist es weiterhin unsere Aufgabe, ich will sogar sagen, fast noch verstärkter als vor 50 Jahren, nicht nur der Erinnerung eine Kultur zu geben, sondern auch der Aufarbeitung, der Erarbeitung der Fakten, die in dieser Hitler-Diktatur geschehen sind, uns zu widmen. Dazu ist in der Vergangenheit von Hessen aus schon vieles geleistet worden. Ich will auf Kleinigkeiten vielleicht noch hinweisen, von denen ich aber weiß, dass sie gerade im Staat Israel sehr positiv aufgenommen worden sind. Das ist die Vereinbarung, die das Hessische Kultusministerium mit Yad Vashem zum Thema Lehrerfortbildung vor ungefähr 4-5 Jahren, Doris Hensler war damals die Ministerin, abgeschlossen haben. Das waren die vielen Aufarbeitungen, die wir im Zusammenhang mit Fritz Bauer ist eben schon von Jürgen Banse zu Recht angesprochen worden, dem Jahrestag des ersten Auschwitz-Prozesses in der hessischen Justiz umgesetzt haben. Ich sage hier noch einmal ausdrücklich herzlichen Dank an die Professoren und die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Marburger Universität, die entsprechende Aufarbeitung gemacht haben, die sich in die Archive begeben haben und festgestellt haben, was viele von uns ja schon ein bisschen erahnt hatten, dass gerade die sogenannte unabhängige Justiz ganz groß in dieses Netz eingebaut wurde und sich hat auch einbauen lassen. Wir haben das in einer Wanderausstellung, zunächst unter meiner und dann unter der Ägide meiner Nachfolgerin, durch ganz Hessen auch gezeigt, ganz bewusst, um deutlich zu machen, die Justiz war damals auch Täter, und zwar in vielen Dingen, von denen man sich gar nicht hat vorstellen können, dass man da sogar als dritte Gewalt Täter sein kann. Und ja, wir haben in Hessen das Fritz-Bauer-Institut, eine Einrichtung, die über viele Jahrzehnte bereits erfolgreich an der Aufarbeitung und an der Erinnerungskultur gearbeitet hat. Ich erinnere nur auch an Herrn Vilmar Krause, der ja nicht nur das Institut einmal in einer sehr schweren Zeit geleitet hat, sondern darüber hinaus auch die Gedenkstätte in Cuxhagen aufgearbeitet und immer wieder zur Verfügung gestellt hat. Ich wiederhole hier an dieser Stelle für meine Fraktion noch eine Forderung, die wir schon lange Zeit erheben, die leider bisher noch nicht umgesetzt wird, dass jeder hessische Schüler, jede hessische Schülerin pflichtgemäß einmal während der Schullaufbahn eine Gedenkstätte in Hessen zu besuchen hat. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann auch noch einmal in die Lehrpläne herein. Ich erinnere als Mitglied des Kuratoriums auch an die Arbeit des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main. Meine sehr verehrten Damen und Herren, überall sind in den letzten Monaten Veränderungen vorgenommen worden, weil eines, und das ist das bisschen Wasser, was ich in den Wein hereinschütten möchte, weil eines nicht geschafft wurde, nämlich Raphael Groß in Hessen zu halten. Es ist schade, und ich weiß, dass Boris Rhein und ich uns darüber einig sind. Wir reden da seit 3 Jahren drüber. Es ist schade, dass es nicht etwas zügiger geklappt hat. Jetzt kann man sagen, liebe Hessen, seid mal ein bisschen bescheiden. Raphael Groß macht jetzt etwas noch Wichtigeres. Er ist ja seit einigen Monaten Chef des Historischen Museums, des Deutschen Historischen Museums in Berlin und hat damit noch eine über Hessen hinausgehende Aufgabe. Aber ich will es nur allen deutlich machen, wäre dieser Schritt, von dem wir gerade reden, vor anderthalb Jahren bereits möglich gewesen, durchgesetzt worden, bin ich zu 100% sicher, dass Raphael Groß hier in Hessen geblieben wäre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sagt überhaupt nichts dagegen aus, dass wir, dass ich, auch persönlich Frau Prof. Steinbacher, Herrn Feuchert und auch die neue Chefin des Jüdischen Museums in Frankfurt sehr schätze und die Arbeit gut finde. Aber
Ich will nur darauf hinweisen, hier ist schon lange etwas in Hessen angelegt worden. Und jetzt machen wir einen nächsten Schritt. Jetzt machen wir einen nächsten Schritt, den wir Liberale voll und ganz unterstützen, den wir gut finden, auch in der Kombination auf der einen Seite in Frankfurt staatliche Unterstützung, auf der anderen Seite in Gießen private Unterstützung durch die Ernst-Ludwig-Chambré-Stiftung aus Lich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen. Wir gehen ihn gerne mit. Wir möchten aber darauf hinweisen, er beginnt jetzt nicht erst die Erinnerungskultur und die Aufarbeitungskultur in Hessen, sondern sie hat schon einen langen Vorlauf. Das ist gut so für die Vergangenheit, und das ist hoffentlich auch gut so für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hahn. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Einrichtung der bundesweit ersten Holocaust-Professur an der Frankfurter Goethe-Universität in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Bauer-Institut sowie einer zweiten an der Uni Gießen ist ein wichtiges Signal, das wir sehr begrüßen. Die Holocaust-Professur stellt sich damit in die Tradition von Fritz Bauer, der als Staatsanwalt in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen einen ganz maßgeblichen Beitrag zur juristischen Aufarbeitung des Naziregimes geleistet hat, gegen größte Widerstände in der damaligen Justiz. Und auch mehr als 70 Jahre nach dem Holocaust, nach dem millionenfachen Mord an den europäischen Juden, bleibt es eine notwendige Aufgabe, das Unfassbare zu erforschen, wissenschaftlich aufzuarbeiten, die Geschichte der Opfer zu erzählen und die Täter zu benennen. Fritz Bauer sagte, die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit erfordert gewiss ein Wissen um Fakten, aber das genügt nicht. Nötig ist auch der Versuch ihrer Deutung, ohne die keine Folgerung und keine Lehre gezogen werden können. Und ich glaube, dazu können die Lehrstühle für Holocaustforschung, Frau Prof. Steinbacher in Frankfurt und Herr Prof. Feuchert in Gießen, einen wichtigen Beitrag leisten beim Erinnern und auch dabei Lehren zu ziehen für die Zukunft. Denn die Aufarbeitung des Holocaust und des Dritten Reichs ist weder wissenschaftlich, noch politisch, noch juristisch beendet, meine Damen und Herren. Es darf keinen Schlussstrich geben unter die deutsche Geschichte und ihre Aufarbeitung. Und das deutlich auszusprechen, ist besonders wichtig in einer Zeit, in der mit der AfD eine Partei, die mittlerweile in 13 Landtagen sitzt, das Zitat Aufbrechen der Erinnerungskultur fordert, Herr Höcke das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet, dass sich die Deutschen in ihre Hauptstadt gepflanzt hätten und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Diesen Aussagen, solchen Versuchen des Geschichtsrevisionismus muss laut und entschieden widersprochen werden, meine Damen und Herren. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bergerano sagte einmal in einer Rede vor Schülern, ihr habt keine Schuld an dieser Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Ihr müsst alles wissen, was damals geschah und warum es geschah. Und an dieser Stelle sollten wir auch die wertvolle Arbeit in den Gedenkstätten und in den Museen, die VVN, sowie die vielen lokalen Stolperstein-Initiativen würdigen, die ebenfalls einen ganz entscheidenden Beitrag zur Erinnerungskultur leisten, gerade angesichts der Tatsache, dass es nur noch wenige Überlebende des Holocaust gibt. Mit Sibylle Steinbacher übernimmt eine Wissenschaftlerin den Lehrstuhl in Frankfurt, die intensiv zu Dachau und Auschwitz geforscht hat und die immer anmahnt, dass sich Erinnern nicht in Gedenkritualen erschöpfen darf. Unter anderem im Rahmen der Dachauer Symposien hat sie sich auch mit der aktuellen Gefahr durch rechte Gewalt beschäftigt und den Traditionslinien der NS-Zeit, die bis in die Gegenwart reichen. Lesenswert ist z. B. ihr erst kürzlich erschienener und von ihr, der kürzlich erschienene und von ihr herausgegebene Sammelband zum NSU und der Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland. Darin schreibt sie, dass eine rechtsterroristische Organisation unter dem Namen Nationalsozialistischer Untergrund zwischen 1998 und 2011
unentdeckt in Deutschland mindestens 10 Morde begangen, mehrere Sprengstoffanschläge und Banküberfälle verübt und unter Migranten und Migrantinnen Angst geschürt hat, ist der atemverschlagende Verweis darauf, wie präsent die Geschichte des Dritten Reiches und wie wenig entwickelt das Bewusstsein für ihre Virulenz ist. Meine Damen und Herren, Erinnerungskultur bedeutet auch, angesichts aktueller Gefahren wachsam zu sein und jeder Form des Rassismus, des Antisemitismus und des Faschismus entschieden entgegenzutreten, im Alltag sowie bei Aufmärschen durch breite Bündnisse und Mobilisierungen. Und das gilt besonders in einer Zeit, in der rassistische und faschistische Strömungen in vielen Ländern Europas Zulauf haben, in der die Gewalt und der Terror von rechts zunimmt, in der Migranten, Flüchtlinge, Juden und Muslime zunehmend Anfeindungen und Übergriffe ausgesetzt sind. Das sind Angriffe auf die Demokratie insgesamt, der sich alle Demokratinnen und Demokraten entgegenstellen müssen. Ja, und gerade in einer solchen Zeit ist die Einrichtung zweier Holocaust-Professuren ein richtiges und wichtiges Signal weit über die Wissenschaft hinaus, meine Damen und Herren. In diesem Sinne will ich enden mit den Worten des Resistance-Kämpfers und des Frankfurter Antifaschisten Peter Gingold. Zu viel an Not und Tod, an KZ-Qualen, an Verwüstung und Vernichtung, an millionenfachem Mord hat der Faschismus gebracht, sodass es nichts Wichtigeres geben kann als Aufstehen gegen jede Erscheinung von Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Neofaschismus, Militarismus. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Wissenschaftsminister. Staatsminister Boris Rhein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und damit auch 70 Jahre nach der Shoah gibt es Menschen, die sagen, die Vergangenheit ist aufgearbeitet. Es gibt Menschen, die sagen, man könne so langsam mal wieder zur Tagesordnung übergehen. 81%. Eine Zahl, die ich mir so zwar nicht vorstellen kann, die aber hinterlegt ist durch eine Studie der Bertelsmann Stiftung. 81% befürworten ausdrücklich, dass ein Schlussstrich gezogen und dass eben nicht mehr so oft über die Judenverfolgung gesprochen werden solle. Meine Damen und Herren, ich schließe exakt an das an, was Herr May gesagt hat. Es wird, es kann und es darf diesen Schlussstrich niemals unter in deutschem Namen erfolgtes und mit Worten nicht zu fassendes Unrecht geben. Ausrufezeichen. Die Generationen, die nach dem Krieg aufgewachsen sind, haben im Sinne strafrechtlicher individueller Schuld natürlich keine Schuld für das Geschehen. Ich schließe an das an, was Frau Wissler gesagt hat. Aber jede Generation von Deutschen, das ist meine feste Überzeugung, jede Generation von Deutschen hat Verantwortung zu übernehmen für die Gegenwart und für die Zukunft. Und genau das hat das Land Hessen mit der Einrichtung dieser bundesweit ersten Professur für die Erforschung der Geschichte und der Wirkung des Holocausts an der Goethe-Uni in Frankfurt getan. Und es ist in der Tat die erste in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, dass es übertrieben ist, wenn man sagt, dass die Berufung von Frau Prof. Steinbacher, und ich bin der Goethe-Uni unendlich dankbar für den Weg, den sie mitgegangen ist. Ich bin denen, die Frau Prof. Steinbacher ausgewählt haben, in einem sehr umfangreichen und in einem sehr kompetenten und qualitativen Verfahren sehr dankbar. Ich glaube, man kann die Berufung von Frau Prof. Steinbacher wirklich als einen historischen Moment und auch als einen Meilenstein für die Forschung in Deutschland bezeichnen. Ich will nicht missverstanden werden, und das muss man, glaube ich, bei dem Thema auch immer wieder hinzufügen, auch weil es eben viele tolle Forscher bereits gibt. Natürlich haben wir Forschung und haben wir Lehre zum Thema Holocaust in Deutschland. Das Besondere allerdings an dieser Professur ist, dass es eben nicht nur um das Verstehen der Vergangenheit geht, sondern dass es eben auch um die Auswirkungen bis in die Gegenwart geht. Und dass es gelungen ist, komme ich zu dem, was Jörg-Uwe Hahn und Herr Grumbach gesagt haben, dass es gelungen ist, einen Lehrstuhl
einzurichten, der zugleich verknüpft ist mit der Leitung des Fritz-Bauer-Institutes und der damit in die großartige Tradition dieses Institutes eingebunden werden kann. Auch das ist eine große Chance und eine Situation, die man auch mit gutem Gewissen als historisch bezeichnen kann. Die Verknüpfung mit dem Institut, sehr geehrter Herr Grumbach, macht ja genau das möglich, was Sie angemahnt haben. Auch das ist eines der Ziele dieser Verknüpfung. Meine Damen und Herren, gerade im Land der Täter darf es kein Vergessen geben. Deswegen sind wir natürlich dazu aufgefordert, uns an die Spitze der Forschung zu setzen. Denn es gibt auch 70 Jahre nach dem größten Menschheitsverbrechen in deutschem Namen so unglaublich viele unbeantwortete Fragen. Ich will aber auch das nicht verschweigen und ich will auch das nicht unterschlagen und knüpfe an das an, was Jürgen Banzer gesagt hat, aus seiner persönlichen Erfahrung. Für mich persönlich war die Einrichtung dieser Professur in der Tat ein ganz besonderes Ereignis. Ich habe, wie Sie wissen, Jura studiert und habe mich sehr früh begonnen, nicht ja, lieber Norbert Schmidt, das eint uns vielleicht das ein oder andere Mal. Das ist das Einzige, was wir gemeinsam haben. Nein, aber also, ganz ernsthaft, das Subsumieren und das Lösen von Fällen war nicht das, was mich am juristischen Studium gereizt hat, sondern ich habe sehr früh begonnen, mich mit der Aufarbeitung der NS-Zeit und des Holocaustes zu befassen. Das begann mit anfangs der juristischen Befassung mit den Nürnberger Prozessen, aber vor allem auch mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess und damit mit Fritz Bauer. Ich bin bei dieser Befassung gestoßen auf das Konzentrationslagerdokument F321. Es ist ein Dokument, das die Franzosen in die Nürnberger Prozesse eingeführt haben. Es ist zugelassen worden dann für die Anklage. Meine Damen und Herren, das ist ein Dokument des Grauens. Es ist ein Dokument, das wie niemals zuvor etwas anderes und im Übrigen auch wie niemals danach mir schonungslos und ungeschminkt die Barbarei, die Monstrosität und auch die Singularität des Holocaustes deutlich gemacht hat. Es ist ein Dokument darüber, wie es ist, wenn über eine viel zu lange Zeit jegliche Menschlichkeit einfach abwesend ist. Und es hat, und das will ich auch zugestehen, es hat mich nicht mehr losgelassen. Es lässt mich bis heute nicht los, was ich dort gelesen habe. Und so war für mich dieses Dokument F321, ich habe es da auf dem Tisch liegen, es ist im Verlag 2001, den es leider nicht mehr gibt, erschienen. Damals noch 10 D-Mark, heute wäre es wahrscheinlich viel teurer. Politisch war es für mich wirklich auch der Auslöser, aktiv Verantwortung übernehmen zu wollen, aktiv gegen die Kontamination der Seele mit Antisemitismus, aktiv gegen jede Form von Rechtsradikalismus und Extremismus und aktiv aber auch, das will ich sehr deutlich hinzufügen, aktiv gegen die vielen heimlichen Spielarten der Israel-Kritik als Ersatzantisemitismus. Und Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Mit der Einrichtung dieser Professur durch die Unterstützung des Landes Hessen ist das möglich geworden. Und es ist möglich geworden durch die Beantwortung, oder es wird möglich durch die Beantwortung der vielen ungeklärten Fragen, dass wir dazu beitragen, dass das, was geschehen ist, nie wieder geschieht. Und insoweit freue ich mich, dass wir mit Frau Prof. Steinbacher in Frankfurt eine der renommiertesten Forscherinnen gewinnen konnten. Mit dem Wermutstropfen, den gebe ich zu, aber da stößt man dann manchmal auch schon an die Grenzen dessen, was die Autonomie, das ist der Punkt, den wir dann in der Tat auch mal weiter vertiefen müssen, Herr Grumbach, ich habe das schon aufgenommen. Manchmal stößt man dann da auch an die Grenzen der Autonomie, aber es hat sich ja am Ende dennoch bewegt. Und heute macht Raphael Groß einen ganz anderen Weg. Das ist ja auch okay. Und ich freue mich außergewöhnlich darüber, dass Prof. Feuchert sich ja exakt seit heute, deswegen passte die Aktuelle Stunde auch so gut, an der JLU in Gießen mit Holocaust und Lagerliteratur befasst. Diese beiden Professuren machen Hessen zu einem bedeutenden Zentrum der Holocaustforschung, und darauf können wir gemeinsam stolz sein. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr.